steht doch noch das weg. Okay, da geht's noch tiefer. Dann, hier kurz gucken. 8. 8 geht fast. Sehr schön. Das führt jetzt genau dahin, wo das andere Ding heruntergegangen wäre, oder wie? Ja, wow. Wow. Schön, hätten wir uns das gespart. Das sind die Leichenkeller. Also die wortwörtlichen Leichenkeller. Wie war das? Leichen im Keller, Inzest und Pasta? Gehirn mehr ausfressen, ein Schatten. Und wenig davon. Dank der ganzen Marosen. Da liegt was. Unbekannt. Unbekannt ist. Unbekannt bräuchte mehr Recherche. Jetzt? Wo fast alles schon hier in der Stadt erledigt ist. Super. Also gefühlt brauchen wir den Sarg. Brains. Nur noch den Sarg und den bringen wir dann zum Prinzen und machen ihn auf. Ne? Oder? Ein wispernder Chor brandet wie eine Flut durch ihre Gedanken. Sie scheinen Ratschläge, noch mehr Stimmen im Kopf. Sie scheinen Ratschläge zu erhalten. Aber die Botschaft entzieht sich ihrem Verstand. Die Absicht dahinter ist ihnen unbekannt, aber sie neigen mehr und mehr dazu, sich ihrer Führung anzuvertrauen. Solange das Saulozept in ihrem Besitz ist, erhalten sie für jeweils 3 hinzugefügte Erfahrungspunkte einen zusätzlichen Punkt. Wir den mal liegen. Blut wäre ganz schick. 7 Punkte. Die Zombies scheinen recht viel Blut zu haben. Das ist gut. Zombies. Ah, das ist nur, wenn man runtergefallen ist. Das kann ich wahrscheinlich alles überspringen. Aber es ist Blut. Dann kriege ich das Wasser auf. Der ganzen Fackeln. Raus. Also war das genau die falsche Richtung vom Eingang aus. Ja, okay, das ist. Versteckte Tür? Scharweinlich. Hier irgendwo?
Hier. Und da sind wir jetzt hinter dem, richtig, hinter dem langen Sprung. Sind ja auch sehr verdächtig. Kommt allerdings nichts rausgekrabbelt. Nee, okay. Da sind jetzt die menschlichen Wachen durch, da sind die Zombie-Wachen durch. Was kommt jetzt noch? Türen, die nicht aufgehen. Schlimmste Gegner überhaupt. La Sombra würde sich ja auch ganz gut geborgen fühlen. Hier sind wir schon im Kreis gelaufen. Gar nichts, die Horden von Zombies da abzuschlachten. Ui, da ist er. Kindred, your presence here violates the agreement between our leaders. Leave now or face the consequences of your actions. Ja, das heißt, die asiatischen Vampire haben einen Deal gemacht mit den Giovanni. Und wer weiß, wovon kommt wohl diese ganze Wut von ihnen? Vielleicht von ihrem Vater? Was machst du da, Ash? There is an alliance between your leader LaCroix and Mistress Ming Zhao. You violate the agreement. If you do not leave, we are not responsible for your death. Okay. Übereinkunft, ist das ein anderes Wort für Unwahrheit? We'll give you one more chance to leave this place and keep your life. You will go? Sind sie beide nicht ein bisschen klein für Bosse? ich bin nicht vor Ort, nee. Ich will den Sarg da haben. Wow. Was war das? Wie, wenn man das tut, das sollte man vielleicht lassen. Du trink einen davon. Drin.
meinetwegen Spruch. Ja. Und ja, sehe. Hui. Ist das dasselbe, was wir auch schon haben? Nein. Inventar. Okay, wir lassen dich hier liegen. Über Homunkuli lassen wir was liegen. Medikamentendose. Alles. Okay, dann lassen wir dich hier. Den Arm können wir auch hier lassen. So, und ist das Ding wirklich besser? 2611. Oh ja, ist definitiv besser. Tragen. Ernsthaft? Ich denke nicht, dass Talana so stark ist. Was ist das? Es klappt nur mit Nahkampfwaffen. Da ist Talana jetzt ziemlich neugierig. Was es mit diesem komischen Geister auf sich hat. Einfach nur immer wieder Schaden nehmen, ist jetzt nicht so wirklich produktiv. Da geht's nur wieder runter. Und da kommen wir her. Nee. Das ist wohl eines der vielen Giovanni-Geheimnisse. Wobei wir diese Dinger auch schon im Labor gesehen haben. Dann schlepp mal schön. My Wunderkind returns. In my entire court, I knew there was only one who could have succeeded in this task. Finally, the Ankaran sarcophagus is ours. Come, I've granted Beckett's request to study and document all the markings of the sarcophagus. You've met Beckett, haven't you? Let's go take a look inside and see what the commotion around the city has really been all about. Ich weiß es. Es hat so lange unter dem Baum gesessen, ich kann warten. Nee, Talana ist neugierig. Schokolade oder Gold, einen Teil davon stopfe ich mir. Nee, sie weiß es anscheinend. Also Talana weiß es nicht, aber Ash weiß es. Und Talana will, dass Ash sagt, was es ist. Know what? Oh. Sollten wir davon sprechen? Okay, beides plärt raus, dass Ash weiß, dass Lacroix und die anderen zusammen sind. Also intrigieren. What?
preposterous. No kindred would trust them, nor would they trust us. Did Jack tell you that? Because it sounds like you've been taken for a fool. Jemand hat eine Rundfahrt mit mir unternommen. And you believed them. They've been trying to take over L.A. for years. It's a ruse, a falsehood, spread to undermine my rule and turn kindred against each other, thin our ranks. They are duplicitous, evil creatures. Did they not try to kill you? Das haben eine Menge Leute. Insurance. They lied to you in case you lived through the encounter. They hoped to create dissension in the ranks, rumors. It's a trick older than you or I. Ha. Ja, na gut. Talana ist es auch nicht wirklich wichtig. Sie will auch nicht den Prinzen gegen sich aufbringen. Die Kiste wartet. What have you assessed so far? Unfortunately for the Heralds of Doom, it appears we won't be opening Pandora's box. Aww. The markings, as far as I can tell, are of Assyrian origin. An extraordinary piece, but nothing earth-shattering. I see. Then there is no good reason why we shouldn't open it. Won't budge. Beckett. Da ist so ein Loch. Do you see any mechanism for the lid? I haven't as yet had a chance to pore over it with my fine-tooth comb. I think I have one in my bag. Why won't it open, Beckett? And you? I thought you said it looked as if it had been opened on the Dane. I want it open! You and Beckett, figure out a way to open it. I need to know what's inside. I have other matters to attend to. Come get me when a solution has been found. Oh, yay. Okay, also wir haben es jetzt. To which I'll sink to prove others wrong. The young ones get so temperamental. Fortunately for Sebastian, is it? I'd already made up my mind to open the sarcophagus, if only to show the city that Gehenna, contrary to popular belief, has not begun. Okay, wir machen die Kiste auf. In the last few seconds, I've had very few epiphanies. I may be old, but I didn't build it. How knowledgeable are you on ancient Assyrian funerary constructs? Naja, man könnte einen Presslufthammer nehmen. Ja, was würde Talana niemals tun und Beckett wahrscheinlich auch nicht. Ich sah Worte, aber kein bekanntes Hostel rüber. Sie wollten die Weltherrschaft an sich reißen, aber dann haben wir diesen Virus in ihr UFO gebracht. Ich dachte, es sei ein Einzelkind. Es gibt mehr als diesen hier? Impressive. Maybe you'll let me borrow your library card. But honestly, even my own archaeological experience is of no assistance here. Fortunately for us, I know of someone who has distinguished himself in this field. Lass mich raten, wir sollen da hingehen und dann für den einen Gefallen tun, um denen einen Gefallen zu tun, müssen wir dem anderen einen Gefallen tun, damit der uns dann helfen kann, das Ding zu öffnen. His name is Dr. Anders Johansson, a professor of archaeology from Norway. He was the one responsible for finding the sarcophagus, and as far as I know, the only authority on its origin and design. Okay, wo ist er? Until yesterday, he could have been found in his suite at the Empire Hotel downtown. But when I stopped by earlier this evening, all I found was spilt coffee on a morning paper. Appears he's been abducted. Verdammt, hat er seinen Geist auf Papier fliegen lassen, bevor man ihn nach irgendwo entführt? Also hat er irgendwelche Notizen hinterlassen? I did find a pair of bikini swimwear and a book detailing the origins of various Turkish dialects. Sonst noch was? I detected the scent of myrrh incense, which is usually burned in monasteries. Also, I found beach sand in part of a muddy footprint. Putting two and two together, I located a monastery near a beach in Malibu, where I believe hunters are holding Johansson captive. Jäger, huh? Mit dem hatten wir doch schon mal zu tun in Grouse Mansion. Okay. The hunters abducted Dr. Johansson for his own protection. Or at least that's how they've justified it.
He's being held by the Society of Leopold and used, quite ingeniously, as bait for Prince LaCroix's minions. Wo ist der Haken? You'll have to go to the monastery and find a way into the tunnels beneath, where the hunters are holding Johansen. I'm afraid I can't accompany you, but then it's best you go alone. Too many of us might set them off. Like fundamentalists on contrary opinion. Ja, bisher hat Ash nicht wirklich einen Ruf dafür bekommen, dass sie unauffällig auftritt und leise auftritt. In einem Museum einmal, ja, aber auch nur bis Tirik wieder das Steuer in der Hand hatte. Wobei Tirik jetzt ja auch kein Problem mehr wäre. I'd recommend no other course of action to the foolhardy. I wouldn't recommend walking. Certainly, Sebastian's already provided cab fare. I'm sure he always spares no expense when archaeology is at stake. Okay. Remember, Dr. Johansen is an innocent. He has no idea we actually exist. Try not to put the idea in his head. Wie kommen Sie nur sowas? Ja, also Johansen. Im Kloster am Strand von Malibu. Raus. Raus. Ups. Da raus. Sie wartet auch schon, wie man sehen kann. Sofort hin oder noch Abstecher machen? Also Tirik oder Gwendolyn, vielleicht sogar Albert, würden ja noch zu dem Nines gehen. Also zu den Anarchen allgemein. Oder Gerugon und ich vielleicht eher zu dem Hollywood, dem etwas distinguierteren Anführer der Anarchen. Aber Talana auf keinen Fall. Gut, dass Talana gleich eventuell nicht mehr dran ist. Vielleicht kann man noch was ändern.